8 Uhr morgens am Flughafen Hannover. Der Arbeitstag für die Zollbeamten Marc Verriers und Andreas Dornbrack beginnt. Heute kontrollieren die Zöllner den Reiseverkehr. Sie sind verantwortlich für die Bekämpfung von Zigaretten- und Geldschmuggel, verhindern die Einfuhr von tierischen Produkten, fahnden nach Rauschgift und Plagiaten. Noch ist es ruhig, aber gerade ist eine Maschine aus Istanbul gelandet. Jetzt warten wir auf die Ankunft der Reisenden aus Istanbul und dann schauen wir, was so kommt. Aber ich denke mal, wir werden schon irgendwas finden. Die Zollbeamten begutachten Gepäck und Passagiere. Dann passieren die ersten Fluggäste die Zollkontrolle. Schönen guten Tag, Zollkontrolle. Sie reisen zu viert. Bitte melden Sie mir alle mitgebrachten Waren an. Wenn Sie bitte mal mitkommen würden, wenn Sie mir bitte mal den Koffer aufmachen würden. Das ist nur so Fromage. Fromage? Das ist ungünstig. Aber Sie wissen, dass Sie es nicht mitbringen dürfen, ne? Nein, ich habe gar nicht gewusst. Die Einfuhr von tierischen Produkten ist aus tierseuchenrechtlichen Bestimmungen verboten. Die Waren werden beschlagnahmt und die Reisenden, die das mitbringen, bekommen dann den Post von der Region Hannover und das wird dann kostenpflichtig vernichtet. Der mitgebrachte Käse bleibt dann aber auch der einzige Fund. Zumindest in dieser Maschine. Das Gepäck einer zweiten Maschine wird währenddessen nach Rauschgift abgesucht. Ein Fall für Sabrina Wesemann und ihre Hündin Darcy. Wenn ich mit dem Hund die Koffer absuche, kann ich in der kürzesten Zeit viel mehr Koffer absuchen. So in diesem Fall zum Beispiel ist es gar kein Problem, mit dem Hund 200 Koffer an einem Stück abzusuchen. Wenn ich das mit der Hand manuell machen wollen würde, bräuchte ich viel zu viel Zeit. So. Heute wird Darcy allerdings nicht fündig. Der Hund muss trotzdem bei Laune gehalten werden. Der Hund muss regelmäßig bestätigt werden, damit er den Spaß an dieser Suche, für ihn ist das eigentlich nicht Arbeiten, sondern ein Spiel, der darf das einfach nicht verlieren. Deshalb wird ein präparierter Extrakoffer eingeschmuggelt. Sobald Darcy die Drogen gefunden hat, verharrt sie regungslos mit der Nase am stärksten Duftpunkt. Hinter den Kulissen geht die Arbeit für die Zollbeamten Andreas Dornbrack und Marc Verriers weiter. Nachgeschickte Koffer werden überprüft. Moderne Technik erleichtert den Zöllnern die Arbeit. Es ist ein Rückengerät, ist ein sehr schönes Hilfsmittel, weil man ja von außen nicht so einfach in die Koffer reingucken kann. Wir durchleuchten das Gepäck und sehen halt, was sich grob in dem Koffer befindet. Und das Innenleben erregt die Aufmerksamkeit der Zollbeamten. In dem ersten Koffer haben wir vermutlich Medikamente festgestellt. Da gucken wir jetzt mal rein. Andrographis penicillata. Dieses Mal scheint alles in Ordnung zu sein. Dienstende für die beiden Zollbeamten. Die Schmuggler jedoch bekommen keine Verschnaufpause, denn die Kollegen bereiten sich schon auf die Spätschicht vor.